Kündigungsfristen im Mietverhältnis sind ein spannendes Thema. Wann wird die Frist richtig berechnet? Häufig wird sie nicht richtig berechnet. Wie muss man vorgehen? Und was passiert, wenn es auch mal falsch berechnet worden ist? Dazu haben wir eine Expertin im Studio, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Miete- und WEG-Recht, Katharina Günnel. Hallo Katharina, schön, dass du da bist. Vielen Dank, Steffen, gerne. Kündigungsfristen im Mietverhältnis. Wir sehen ganz häufig, dass Vermieter das falsch berechnen. Es gibt auch manchmal wirklich komplizierte Situationen. Auch in der Kanzlei kommt man an seine Grenzen, wenn der Mietvertrag schwierig gestaltet ist. Wie läuft es eigentlich? Wer muss was wie berechnen und was passiert, wenn man es mal nicht richtig berechnet? Genau. Also wenn wir über Kündigungsfristen reden, sprechen wir ja immer über ordentliche Kündigung. Außerordentliche Kündigungen können auch mit einer Frist ausgesprochen werden, werden aber in der Regel fristlos ausgesprochen und beenden dann die Verhältnisse sofort. Bei ordentlichen Kündigungen gibt es Kündigungsfristen entweder im Vertrag oder im Gesetz. Und beim Wohnraummietrecht ist es so, da sind die Kündigungsfristen in § 573 CBGB geregelt, welche Kündigungsfrist der Mieter hat und welche Kündigungsfrist der Vermieter hat. Die Schwierigkeit ist, dass die Kündigungsfrist des Vermieters sich nach der Dauer des Mietverhältnisses richtet. 3 Monate, 6 Monate, 9 Monate, untechnisch gesprochen, weil man sagt ja immer zum Ablauf des übernächsten Monats bis zum 3. Werktag. Auch da kann man sich streiten, wann ist jetzt der 3. Werktag, zählen Samstage mit oder nicht. Das heißt, da sind viele Stolperfallen, wo man sich durchaus mal verrechnet. Dauert das Mietverhältnis schon 5 Jahre oder doch erst 4,5? Solche Geschichten, die Kündigung geht am Samstag in den Briefkasten ein. Ist es noch der 3. Werktag oder nicht, zählen Samstage überhaupt? Viele, viele Probleme und viele, viele Möglichkeiten, sich zu verrechnen. Viel Streit für Juristen, ja. Ist das sozusagen alles richtig gewesen. Ja. Was passiert jetzt, wenn ein Vermieter, sagen wir mal, fehlerhaft die Frist berechnet und dem Mieter eigentlich mehr Zeit lässt, als er eigentlich hätte machen müssen? Dann hat der Vermieter kein Problem. Mehr können wir immer. Also wir können wir immer gewähren. Gerade wenn wir übers Wohnraummietrecht natürlich sprechen, muss man immer sagen, naja, wenn ich dem Mieter länger gebe, dann gilt das, was ich reingeschrieben habe. Also wenn ich tatsächlich kündigen könnte zum 31.08. Und ich schreibe aber aus irgendwelchen Gründen rein 30.09., weil ich auch nicht weiß, wie schnell ist der Bote da, ist es der 3. Werktag, ich schreibe einfach den 30.09. rein, dann dauert das Mietverhältnis bis zum 30.09. und der Mieter muss erst am 30.09. ausziehen. Also Nettigkeiten auf Seiten des Vermieters werden immer toleriert. Genau. Was passiert, wenn der Vermieter jetzt dummerweise, nehmen wir mal das Beispiel 31.08. und er berechnet die Frist aber schon mit dem 31.07., also zu kurz, was passiert dann? Dann wird Gott sei Dank, und das ist die neue BGH-Rechtsprechung dazu, das heißt, so neu ist die nicht, weil sich das eigentlich erschließt, auch aus der Rechtsprechung zu Arbeitsverhältnissen, die Kündigung bleibt wirksam, aber zu dem richtigen Zeitpunkt. Also dann kann der Mieter muss nicht ausziehen am 31.07., aber in aller Regel muss er dann ausziehen zu dem richtigen Zeitpunkt, bei unserem Beispiel 31.08. Das gilt immer dann, wenn klar ist, das Mietverhältnis soll auch wirklich enden. Wenn der Vermieter kündigt zum 31.07., weil er für 3 Wochen im August die Wohnung nutzen will und danach wieder nicht mehr, ja, dann kann man sich fragen, okay, dann kam es ihm auf den 31.07. an und wenn das nicht geht, dann könnte die Kündigung auch unwirksam sein. In 99,9% der Fälle ist aber klar, der Vermieter will das Mietverhältnis beenden und zwar zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Das kann man auch reinschreiben, nächstmöglichen Zeitpunkt. Und dann gilt die richtige Kündigungsfrist. Also auch wenn der Vermieter hier zu Lasten des Mieters etwas falsch berechnet, sagt die Rechtsprechung, okay, ist jetzt falsch gelaufen, bis dahin kannst du nicht kündigen, aber wir nehmen das, was richtig wäre. Genau, die Kündigung bleibt wirksam und das ist ja das, worauf es letztlich ja tatsächlich ankommt, dass die Kündigung wirksam bleibt, dass man sagt, die Erklärung, die zu einem bestimmten Zeitpunkt abgegeben ist, die bleibt eben wirksam. Egal, ob das jetzt da einen Monat drauf oder runter war. Katharina, vielen Dank. Ein bisschen Entlastung für Vermieter, falls sie auch mal sich zu Lasten des Mieters verrechnen, ist die ganze Kündigung aber nicht hin. Genau. Dankeschön. Ja, Sie haben es mitbekommen, wenn Sie sich als Vermieter mal verrechnen sollten, zugunsten des Mieters gar kein Problem, aber eben auch zu Ungunsten des Mieters ist es grundsätzlich auch kein Problem, dann wird aber die richtige Frist genommen. Schön, dass Sie dabei sind. Bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like. Abonnieren Sie gerne unseren YouTube-Kanal. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, gerade zu neuen Themen, schreiben Sie uns gerne einen Kommentar. Ansonsten finden Sie neben mir weitere Verwalter-Talks.
Zu diesen und weiteren Themen gibt es weitere Informationen, Videos und Webinare auf livento.de. Schön, dass Sie dabei sind.